So, Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Ace Attorney Choro 2. Das letzte Mal haben wir mit dem Choro-Teil endlich komplett abgeschlossen. Also mit anderen Worten haben wir jetzt Pyroflus Fall ein Fall mal hinter uns gebracht. Und Pyroflus berichtet uns nun von seinem allerletzten Fall, was mit dem Fall von Choro zusammenhing. Und nun, sehen wir es mal noch schnell an, was haben wir denn gerade? Das ist eine ausgerichtete Seite. Nicht mal einen Autopsiesbericht haben wir. Warte. Los, zeig's ihn, ich bin unschuldig. Der Beweis könnte wichtig werden. Ich traue dir nicht. Und Marco wird ja scheinbar nicht der Staatsanwalt für heute sein. Bin mal eigentlich gespannt, wer als nächstes dran ist. Okay. Dann speichern wir mal. Patrick, du Reisbällchen! Okay, Entschuldigung. Der Fall von Seftelili kann beginnen. Sind Anklage und Verteidigung bereit? Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage ist noch viel bereiter. Bereitiger, was? Ich denke nicht, dass die Steigerung vom Wort dass es eine Steigerung vom Wort bereit gibt, Herr. Herr Patrick Chill. Zum Diensten. Ich sehe, Chill, dies ist Ihr erster Fall. Schaffen Sie die dennoch ohne ein Schaffen Sie ein Eröffnungsplädoyer? Ich kann nicht mehr lesen, ich habe mein Skill schon wieder verloren. Um ehrlich zu sein, hatte ich Hilfe. Staatsanwaltschaft Marco Sato steht voll und ganz hinter mir. Er hat mir sogar seinen Inspektor für den Fall geliehen. Ob das eine große Hilfe war, wüsste ich auch gern. Ich halte dann jetzt mein Eröffnungsplädoyer. Der Angeklagte ist Seth Teleli. Ihm wird vorgeworfen, seine Schwester Alice Teleli umgebracht zu haben. Man fragt sich vielleicht, warum ein Bruder seine Schwester umbringen würde. Aber die Antwort ist, dass sie ihn drum gebeten hat, sie umzubringen. Okay. Sie wollte sterben, aber anstatt Selbstmord zu begehen, schrieb sie zwei Briefe, in denen stand, dass sie umgebracht werden wollte. Ein Brief ging an den Angeklagten Seth Teleli und ein anderer ging an seine Schwester Giselle Teleli. Oho! Und wieso denken Sie, dass der Angeklagte es war und nicht die Schwester? Simpel. Die Uhrzeit des Treffens war anders. Und Seth war der Erste. Verstehe, oder halt nicht? Ich würde gerne den Brief als Beweis einreichen. Das Gericht akzeptiert es. Brief an Seth zurück. Ja. Beschreibung. In dem Brief steht, dass Seth Teleli seine Schwester Alice Teleli um 21 Uhr bei ihr zu Hause umbringen soll. Wahrlich furchtbar. Ich würde jetzt gerne meinen ersten Zeugen aufrufen. Ich rufe Inspektor Peter Felsen einen Zeugenstand. Ja, Peter Felsen ist immer der Erste, der zuerst anfängt. Zum Diensten. Ich bin hier, um kurz und knapp meine Aussage zu machen. Und warum so kurz und knapp? Staatsanwaltschaft Schill sagte, ich sollte nicht zu viel sagen, sonst gibt es wieder nur Widersprüche. Das solltest du nicht verraten! Oh Gott! Also man merkt, also wenn man jetzt den Anfang von Choro beim ersten Teil mit Patrick jetzt vergleichen würde, dann ist Choro sogar viel normaler als er. Dabei habe ich ihn mir nicht so vorgestellt. Vergesst, was ich sagte! Darf ich meine Aussage einfach machen? Sehr wohl! Ja, der Typ ist enttäuscht. Ich nicht nur du. Alter. Die Zeugenaussage. Wir haben den Tatort und die Briefe genauestens untersucht. Seth ist schuld, nicht Giselle. Ich wollte unschuld sagen. Er war zuerst am Tatort und es gab nur eine Pistole am Tatort. Die Pistole hatte keine Munition, also hatte keine Munition mehr als wir sie fanden. Also hatte keine mehr. Er schoss auf das einzige Ziel am Tatort, seine eigene Schwester. Oje. Interessant. Der Angeklagte ist sehr verdächtig. Ja, klar. Ich reiche hier alle Beweise ein, die meine Aussage belegen. Ich bin diesmal perfekt vorbereitet. Das Gericht akzeptiert es. Alice Autopsiesbericht zur Gerichtsakte hinzugefügt. Beschreibung. Das Opfer starb in den Schlafzimmer. Ihr wurde in den Kopf geschossen. Foto vom Tatort zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ein Foto vom Tatort, an dem Alice starb. Wirf mir einen Blick drauf. Ui.
Ich muss den Boden verarbeiten, aber es ist einfach nur Holz. Man kann erkennen, dass sie erschossen wurde und noch versucht hat, ihr Gesicht zu verdecken. Man sieht außerdem die einzelne Pistole, die bereits hier lag. Wo ist die Pistole? Ich sehe sie nicht. Ach so, auf dem Tisch da unten, ich sehe es. Pistole zu Gerichtsakt hinzugefügt. Die Pistole lag beim Opfer. Es wurde nur einmal aus ihr gefeuert. Damit habe ich mir diesmal einen Schutz durch Beweise errichtet. Alles macht Sinn. Wir werden ja sehen, was passiert, wenn ich ein Kreuzfeuer mache. Herr Pyroflo, fangen Sie bitte mit Ihrem Kreuzfeuer an. So. Okay, dann greifen wir mal wieder an. Moment mal. Und das glaubt ihr, weil... Hast du vorhin nicht zugehört? Wir haben die Briefe vom Tatort untersucht. Aber wie kommt ihr dadurch zu dem Schuss, dass es Seth war? Es gab nur zwei Verdächtige, Seth und Giselle Teleli. Seth sollte um 21 Uhr erscheinen, Giselle um 21.30 Uhr. Seth war als erster da. Und da wir nur eine Pistole am Tatort finden konnten, die nur einmal gefeuert wurde, können wir uns sicher sein, dass das die erste Person war. Aber wer sagt denn, dass die erste Person zwangsweise geschossen hat? Wir konnten anhand der Spuren feststellen, dass die Pistole um 21.04 Uhr geschossen wurde. Also musste die erste Person geschossen haben, denn die zweite war erst um 21.30 Uhr anwesend. Und dieser jemand war Seth. Danke fürs Salz in die Wunde reiben, Neuling. Ui, 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 harte Sache hier. Er war zuerst am Tatort und es gab nur eine Pistole am Tatort. Die Pistole hatte keine Munition mehr als, wir sie fanden. Okay, ich lese das immer so falsch. Kommt das auch bei euch so komisch vor? Moment mal. Und wieso geht ihr davon aus, dass diese Pistole überhaupt Munition hatte? Simpel, es waren Spuren vom Benutzen in der Pistole. Sie wurde nur einmal benutzt. Jemals. Okay, komischer Satz. Und dieses jemals war zum Tatzeitpunkt um 21.05 Uhr. Warte, nicht 21.04 Uhr? Egal. Zur Zeit, wo Seth Teleli anwesend war. Mist. Irgendwie verwirrt mich das. Weiß es nicht um 21.04 Uhr? Egal. Er schoss auf das einzige am Tatort, seine eigene Schwester. Nope. Hoffentlich nicht. Wieso sollte er seine Schwester erschießen? Sie wollte es so. Wieso begeht sie dann nicht einfach Selbstmord? Vielleicht war es auch nur, um ihre Geschwister zu testen. Und Seth musste sie dann wohl tatsächlich erschießen. Das klingt nicht nach Seth, oder? Nein, ich darf so nicht denken. Er ist unschuldig. Wir haben den Tatort und die Briefe genauestens untersucht. Seth ist schuld, nicht Giselle. Moment mal. Moment, stopp, das hatten wir doch schon, oder? Ja. Oh. Da stand 23.04 Uhr. Das habt ihr gerade klar und deutlich gelesen. Okay, dann überlegen wir mal kurz und dann werden wir uns langsam aber sicher mal eine Antwort suchen. Seth, Giselle, Alice. Ich kenne die Verhältnisse der Teleli-Geschwister nicht, aber ich glaube wohl kaum, dass einer von den beiden Alice umgebracht hat. Aber die Pistole ist leer. Kann sie nicht auf etwas anderes als... kann nicht etwas anderes als Alice gefeuert worden sein von Seth? Aha, ich glaube, ich weiß es. Wir haben den Tatort genauestens untersucht. Den Tatort und die Briefe genauestens untersucht. Seth ist schuld, nicht Giselle. Er war zuerst am Tatort und es gab eine Pistole am Tatort. Aha! Stopp! Es gab nicht nur eine Pistole. Denn so gut wir das Bild gesehen haben. Ich möchte mal kurz ein Foto vom Tatort. Ich wollte es mir anschauen. Und was beweisen Sie damit? Muss ich das etwa... Denken Sie mit einer Strafe erstmal darüber nach... Hey, ich wollte mir das Bild anschauen! Okay. Wir haben den Tatort und die Briefe genauestens untersucht. Seth ist schuld, nicht Giselle. Ob ich jetzt da diesen Gefälschten... Nein! Ich lasse das noch sein. Er war zuerst am Tatort und es gab nur eine Pistole am Tatort. Die Pistole hatte keine Munition mehr. Falsch. War das jetzt das Richtige? Meine Fresse, ich habe schon Schaden gekriegt. Foto. Einspruch. Boah, ich habe die falsche Aussage wohl gewählt. Die Beweise schützen sie, hm?
Korrekt, wie korrekt nur, korrekt sein kann. Okay. Incorrect. Was? Impossible! Sie sagen also, es gab nur ein Ziel zum Feuern? Ich sage, falsch! Das ist eine subjekte Annahme. Wo ist dein Beweis? Ich zeige dir den Beweis. Als Molendi, so. Also, und zwar... Du Teddybär! Nimm das in die Fresse. Was wollt... das wollen sie uns also zeigen? Genau, seht her. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Strafe? Strafe! Strafe! Habe ich auf den Bären vielleicht falsch gezeigt? Ey, sag mal! Wollt ihr mich verarschen? Ich habe trotzdem auf den Bären gezeigt. Das geht im HP. Okay. Dürfte ich eure Aufmerksamkeit auf diesen Wecker richten? Was ist damit? Er fiel runter. Und was beweist es? Dass ein anderes Ziel als das Opfer gab, um auf das Seth geschossen hätte. Denn der Wecker fällt, aber nicht einfach so. Wir können sehen, dass er angeschossen ist. Oh, er hat recht! Wie ist das möglich? Wie konnten wir das übersehen? Erfahrung schlägt Neulinge! Ha! Oh Gott, da ist er mal wieder überheblich. Nein, eine Lücke in meiner Argumentation, wie immer. Ich würde mal sagen, es eröffnet neue Möglichkeiten, dass das Opfer nicht durch Seth starb. Aber es beweist nicht, dass Seth das Opfer nicht doch getötet hat. Es gab nur eine Kugel in der Pistole. Und die wurde auf den Wecker gefeuert. Um 21.05 Uhr, als Seth da war. 21.04 Uhr. Oh, meine Augen. Herr Büroler hat recht. Herr Chill, bereiten Sie die Zeugin vor. Das Gericht verlangt, dass die Seltenlili vor Gericht aussagt. Sie ist die neue Hauptverdächtige. Ich glaube auch nicht, dass sie das war. Denn so gut wie Giselle ja kennt, ist sie nicht so eine Nervensäge. Okay, sie ist eine Nervensäge, aber eher ein Choro-Niveau. Ja. Okay, soweit, so gut. Machen wir mal weiter. Berufung, Zeuge und Namen. Was? Chill, andersrum. Ich musste das gerade verarbeiten. Was stand da? Ups. Ich war mir nicht nervös. Name. Zeuge und. Moment, nein. Zeuge, Name und Berufung. Wieso so aufgeregt? Der Name ist Giselle Teleli, Helferin im Tempel der Garcia. Schon bald werde ich ihre Verfechterin. Ich glaube, bei uns war sie sogar die Verfechterin. Bestimmt, junge Dame. Aber im Moment sind sie leider hauptverdächtig in unserem Fall. Ich war's nicht, Ed. Am Tag des Mordes warst du da beim Opfer? Ja, es war furchtbar. Mach bitte eine Aussage darüber, was du da gesehen hast. Nichts leichter als das. Ach Gott, dieser überhebliche Blick. Aber okay, warum sollte sie auf ihn geschossen haben? An jenem Tag erhielt ich einen Brief von meiner Schwester. Ich ging zu ihr, weil ich es wollte. Als ich bei ihr um 21.30 Uhr ankam, war sie bereits tot. Der Wecker war angeschossen. Ja, dich hätten wir etwas früher gebraucht wegen dem Wecker. Sie hatte noch eine Pistole in den Armen, mit der sie sich selbst erschossen hatte. Was? Es war grausam. Warte, sie hat sich selbst erschossen? Das heißt, das Opfer hat sich selbst erschossen? Keine voreiligen Schlüsse. Der Tatort konnte von einem der beiden leicht verfälscht werden. Wir sollten sehen, was das Kreuzverhör bringt. Na dann, Herr Büroflo, Ihr Kreuzverhör bitte. Los geht's, ich muss gut aufpassen. Ich muss sowohl Giselle als auch Seth rausholen. Tja, da hast du dir aber die Scheiße reingegraben. Gut, Round 2. An jedem Tag erhielt ich einen Brief von meiner Schwester. Ich ging zu ihr, weil sie es wollte. Moment mal. Mit welcher Absicht gingst du zu ihr? Sie sagte, sie wollte sterben, also kam ich natürlich, um sie aufzumuntern. Du kamst also nicht mit der Absicht, sie zu töten? Natürlich nicht! Hätte ja auch nichts mehr gebracht, Alice war bereits tot. Dieser Seth muss dir damit einen ziemlichen Schock bereitet haben. Aber Seth war es nicht!
Von dem, was du es weißt, könnte es genauso, was du weißt, könnte es genauso gewesen sein. Alter, für einen Neuling ist er ziemlich nervig. Bei Choro Patrick war das ja noch damals easy peasy. Als ich bei ihr um 21.30 Uhr ankam, war sie bereits tot. Der Wecker war angeschossen. Moment mal! Diese Pistole, die Pistole, die da war, hatte ja nur einen Schuss und der wurde auf den Wecker gefeuert, richtig? Ich schätze, das kann man so sagen. Aber es war eine zweite. Was? Also kann Seth sowohl den Wecker gefeuert haben als auch das Opfer. Unsinn, das war Selbstmord! Hier prallen Theorien aufeinander, wir brauchen Beweise. Aber wie beweist man sowas? Wüsste ich auch gern, du. Sie hatte noch eine Pistole in den Armen, mit denen sie sich... Da muss ich jetzt aber nochmal angreifen, du. Sie hat sich also selbst erschossen? Ja, das heißt, es war eine zweite Pistole am Tatort. Und dass Seth... Warte. Und dass Seth sie hätte benutzen können, um Alice zu töten. Nein, er war es nicht. Es reicht mit den Theorien, wir brauchen jetzt Beweise, dass er es war oder nicht war. Ich habe einen Beweis. Warte, ich habe also schon richtig gemacht, indem ich angegriffen habe? Geil. Ich habe einen Beweis, den finalen Beweis, der die Schuld von Seth beweist. Und welcher Beweis wäre das? Das Opfer schrieb Tagebuch, auch an jenem Tag. Sehen wir uns noch einmal an, dies war der letzte Eintrag. Wenn er da ist, wenn er es nicht tut, schreibe ich weiter. Ansonsten lebt wohl. Das ist der letzte Eintrag eines Tagebuchs. Aber diese furchtbare Handschrift. Diese krakelige Schrift gehörte zweifelhaft Alice Tellelli. Oh Gott. Also ist das Ende vom Tagebuch des Opfers. Sie hat doch an jedem Tag Tagebuch geschrieben. Und hier endet das Tagebuch mit er. Ist Seth also der erste Besucher gemeint? Und als er da war, endete das Tagebuch. Sie wollte weiterschreiben, aber Seth brachte sie als ersten Besucher um. Oh, ich verstehe. Ja, es ist eindeutig. Ich würde mal sagen, hiermit erkläre ich den Angeklagten Seth Tellelli für. Euer Ehren, Sie haben da etwas übersehen. Und was? Das Tagebuch endete dort nicht. Können Sie das auch beweisen? Ja, euer Ehren, ich werde es beweisen. Der Beweis, dass das Tagebuch nicht dort endete und somit Seth nicht der Mörder war, ist... Ganz ehrlich, ich will mir diesen Beweis wirklich verkneifen. Ich weiß bestimmt... Nimm das. Ach, ihr werdet es schon selbst sehen. Ihr habt alle an diesem Tagebuch eine Sache übersehen. Man sieht's rechts, dass eine Seite rausgerissen wurde. Die letzte Seite. Diese Seite, die ich hier habe, vollendet das Tagebuch meiner Meinung nach. Sehen wir uns das mal an. Und so geht er, aber die zweite ist auf dem Weg. Leb wohl. Aha. Oh, unglaublich. Ich würde sagen, damit ist es bewiesen, dass er nicht der Mörder ist. Denn sie schrieb noch weiter, nachdem er ging. Euer Ehren, ich würde gerne einen Zeugen aufrufen. Herr Chillele, ich weiß, was ich tue. Lassen Sie mich den Zeugen aufrufen. Nun gut, dann rufen Sie diesen Zeugen auf. Wir verlangen Marco Saathof in den Zeugenstand. Oi, was passiert hier? Wüsste ich auch gern. Marco Saathof, oje. Sie sind dem Gericht kein Unbekannter, also komme ich gleich zum Punkt. Haben Sie die Notiz, die der Anwalt vorhin gezeigt hatte, schon mal irgendwo gesehen? Ja, ich habe diese Notiz selbst geschrieben. Willst du mich... Selbst geschrieben? Soll das heißen, diese Notiz ist eine Fälschung? In der Tat, euer Ehren. Wir bemerken, dass eine Seite ausgerissen war. Also spekulieren wir, dass was auf der Seite hätte stehen können. In Wirklichkeit ist diese Seite leer geblieben. Eine Fälschung in meinem Gerichtssaal? Der Anwalt muss mir diese Notiz wohl gestohlen haben, ohne es zu wissen, dass er es tatsächlich... Du hast mir den Beweis doch gegeben. Ruhe, Herr Pyroflo. Wir wollen Ihre Ausreden nicht mehr hören. Aber euer Ehren, ich kann das erklären. Selbst wenn es so ist, das Gericht möchte es nicht hören. Marco, du Verräter.
Herr Büroflo, Beweise fälschen ist eine klare Straftat. Sie werden hiermit aus meinem Gericht verwiesen. Ihre Anwaltsmarke dürfen Sie auch gleich ablegen. Euer Ehren. Dieser Fall ist klar. Der Angeklagte ist schuldig. Und Sie, Herr Büroflo, gehen mir jetzt aus den Augen. Davon wusste ich gar nichts. Wieso musste Marco sowas tun? Nur wegen ihm hast du deine Marke verloren. Lüterdon hatte recht, ich hätte es wissen müssen. Aber hey, ich denke, ich werde das Staatsexamen wieder machen. Jetzt, wo ich in diesem Fall unschuldig bin. Staatsexamen? Eigentlich, wenn man Anwalt werden will, muss man ein Examen bestehen. Du bist so eine Ausnahme gewesen. Ja, eigentlich schon. Das bedeutet, du willst wieder Anwalt werden? Ja, und das werde ich. Und somit haben wir den zweiten Fall offiziell abgeschlossen. Sowohl Chorus Version als auch traurigerweise Pyroflus Version. Gut, dann würde ich mal sagen, dass wir den Part auch hier mal beenden. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr es jedoch gerne bewerten und schreibt mir in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Und im nächsten Part werden wir mit dem dritten Fall rübergehen. Und ich bin gespannt, was uns da wieder erwarten wird. Bis dahin, ciao.